Ja, auch von mir aus ein herzliches Willkommen und ich bitte direkt am Anfang, meine angeschlagene Stimme etwas zu entschuldigen. Von daher bin ich auch sehr dankbar, dass ich ein Mikrofon habe. Aber mich hat so ein blöder Virus vor ein paar Tagen erwischt. Aber heute Abend wird das hoffentlich gehen. Ja, das Thema an sich, also ich beschäftige mich da schon seit Beginn meines Studiums eigentlich mit, weil ich habe früher unter anderem Kulturanthropologie, Ethnologie, Völkerkunde, egal wie man das nennen mag, studiert. Und mein Schwerpunktbereich waren zentralafrikanische und ozeanische Kulturen. Und da ist man natürlich mit dem rituellen Geschehen im Vollzug des Lebens von Anfang bis zum Ende konfrontiert. Und ich sage das bewusst ganz am Anfang, um einer Erwartung vorzubeugen, nämlich der Erwartung, dass in einer knappen Stunde ein solches Thema auch als Überblick auch nur angemessen gelingen könnte. Das ist völlig ausgeschlossen. Wenn wir einfach mal beispielsweise einen Blick werfen nach Indien in den hinduistischen Kulturraum, dann haben wir dort über die Hindus-Täler verbreitet etwa 3430 verschiedene Gottheiten, die jeweils mit unterschiedlichen Ritualen angebetet werden. Das ist also eine solche Vielfalt, eine solche Komplexität. Und das, was wir nur tun können oder was ich heute Abend versuchen möchte, dem ein bisschen Struktur zu geben. Und so wie das von Doris und Fernand und von Williges und von Alexander angesprochen worden ist, über diese Struktur hinaus auch in die verschiedensten Bereiche der Kultur zu schauen, wo Rituale zur Anwendung kommen. Zunächst einmal zu dem Begriff. Der ist nämlich relativ neu. Der Begriff Ritual ist erst geprägt worden um 1900 innerhalb der Religionswissenschaft. Natürlich hat er ganz alte Wurzeln und diese Wurzeln gehen zurück in das Lateinische. Ritus, Rituale. Ritus, das meint der einzelne, sich vollziehende, sakrale, heilige Akt. Und Rituale, das meint die Kodifizierung eines Regelwerkes, in dem dann der einzelne Ritus zur Anwendung kommt. Das ist so der Ursprung. Und jetzt könnte man fragen, und wo kommt das eigentlich her? Wo dockt das an? Fast ausnahmslos sind Rituale, die auf der Erde entstanden sind, in den unterschiedlichsten Kulturen, verbunden mit einschneidenden Ereignissen für die Kultur. Also etwa die Opferhandlung von Abraham und Isaak oder der Auszug von Mohammed aus Mekka oder Geburt, Tod, Auferstehung Christi. Oder aus dem Politischen 1789 in Paris der Sturm auf die Bastille der Französischen Revolution auf ihren Höhepunkt führte. Also solche Ereignisse, die Ausgangspunkt waren dafür, sie später immer wieder zu erinnern, gleichsam zurückzuholen und das mit einem entsprechenden Verhalten zu besiegeln. Das ist das eine, was wir sehen können. Das zweite, um es ein wenig zu systematisieren, das Ritual ist untergeordnet dem, was wir Kultus nennen. Der Kultus, könnte man sagen, ist ein Gesamt, das ist so das Gewölbe, das sich über eine Glaubensrichtung, eine spirituelle Richtung oder was auch immer erhebt. Und das Ritual können wir als die Säulen verstehen. Das Ritual also fundiert den Kultus. Die Rituale in der Heiligen Messe fundieren die christliche zeremoniale Existenz insgesamt. Also Ritus und Kultus. Darüber erhebt sich noch ein weiteres, nämlich der Mythos. Auch den Mythos können wir nur im Zusammenhang mit dem Ritual sehen und umgekehrt. Was ist der Mythos? Der Mythos ist eine Erzählweise. Es ist ein Narrativ. Der Mythos ist die Geschichte, die geschrieben und die erzählt wird, die eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Religion, eine bestimmte spirituelle Orientierung fundiert. Der Mythos also ist die Rahmenhandlung. Aber was sind Mythen? Mythen geben uns immer eine Antwort, eine grundlegende existenzielle Antwort, nämlich die Antwort nach dem Woher und dem Wohin. Und so gibt es etwa kosmogonische Mythen. Sie sprechen über den Ursprung, die Entwicklungen, das Vergehen des Universums. Oder es gibt theogonische Mythen. Sie sprechen von dem Ursprung der Entwicklung und auch wieder dem Vergehen
der Gottheiten. Es gibt anthropogonische Mythen. Sie sprechen von dem Entstehen und der Entwicklung der Menschheit und ihrem Vergehen. Es gibt messianistische Mythen. Sie sprechen von den Heilsgestalten. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem sie auf der Erde erschienen sind, bis zum Ende aller Tage, an dem sie wiederkommen werden. Das sind also Mythen, das sind, könnte man sagen, so Schubladen, in denen wir Mythen finden können, an die jeweils unterschiedliche Rituale angeschlossen sind. Als ich so vor mehr als 20 Jahren begonnen habe, mich mit dem Mythos auch wissenschaftlich zu beschäftigen, fiel mir auf, dass diese Unterteilung einerseits sehr klug ist, wie ich sie eben vorgestellt habe, aber dass sie nicht reicht. Sie reicht nicht, um das Mythische in der Kultur besser zu verstehen und damit auch die Rituale besser zu verstehen. Und ich habe dann so eine Dreiteilung gewählt. Und als die erste Linie authentische Mythen. Authentische Mythen, das sind Ursprungsmythen. Das sind Mythen, die stehen am Beginn einer kulturellen oder auch einer religiösen Entwicklung, begründen sie, fundieren sie. In ihnen wird alles Existenzielle angesprochen. Die Beziehung des Menschen zu Gott, die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt, die Beziehung des Menschen zu den Mitmenschen und die Beziehung zu sich selbst. Und diese Mythen haben immer einen Offenbarungsgehalt. Sie sind also nicht diskussionsfähig. Einen Mythos kannst du nicht diskutieren. Der Mythos trägt seine Wahrheit in sich selber, so wie wir das später beim Ritual auch noch hören werden. Also authentische Mythen. Das ist das, was wir im religiösen Bereich finden. Zweitens könnte man sagen, wir unterscheiden sekundäre Mythen. Sekundäre Mythen, auch sie haben einen großen Tiefengehalt, aber keinen Offenbarungsgehalt mehr. Sie sind von Menschen gemacht für eine bestimmte Epoche, um diese Epoche zu begründen und um dieser Epoche ihren Rahmen, ihre Erzählweise, ihre Identität zu geben. Und diese sekundären Mythen sind entstanden zu einer Zeit, wo die authentischen, religionsstiftenden Mythen zerschlagen worden sind. Zeit der Aufklärung, Zeit der Säkularisation etc. Friedrich Nietzsche hat übrigens in einem Essay, würden wir heute sagen, den er geschrieben hat über den Ursprung und die Geburt der griechischen Tragödie, hat er uns bereits gewarnt. Er hat gesagt: Wenn ihr die Mythen zerschlagt, hinterlasst ihr ein Vakuum, denn der Mensch kann ohne Mythos nicht leben. Also, er kann nicht ohne Begründung für seine Existenz leben. Und dann treten an die Stelle der alten neue Mythen. Und so entstand der Mythos des Fortschritts, der Mythos des Wachstums, all diese Mythen, die wir kennen, die heute unsere Kultur beherrschen. Auch jeweils mit ihren eigenen Ritualen, in der Politik, in der Ökonomie, wo auch immer. Und drittens können wir sagen, es gibt so eine Ebene, die nennen wir Scheinmythen. Scheinmythen, auch sie docken an Ursprungsmotive an, aber sie beuten sie schamlos aus. Das ist etwa die Sprache der Propaganda und das ist vor allen Dingen die Werbung. Ja, wenn Sie dann etwa eine Werbung sehen, die den Paradiesmythos thematisiert, Eva und Adam und dann haben wir den Baum und den Apfel und die Verführung. Und Eva streckt Adam also ganz lustvoll diesen Apfel hin und Adam nimmt ihn, er kann nicht widerstehen, beißt hinein und dann entfaltet sich aus diesem Apfel ein kleiner Fiat Punto. Und das ist so ein Beispiel, wo mit mythischen Motiven gespielt wird, an sie angedockt wird, weil man weiß, du erreichst auf einer bestimmten Ebene, erreichst du damit den Menschen. Und das ist eben auch die Sprache und das ist auch die Ritualisierung, wie wir sie im Bereich der Politik finden. Vierter Begriff, der wichtig ist. Das Ritual, der Ritus, hat eine ausgesprochen symbolische Kraft. Was ist ein Symbol? Im Prinzip das, was sowohl du, Doris, als auch du, Fernand, in euren Bemerkungen eben angesprochen hat, das Symbol weist immer über uns hinaus. Das Symbol ist schlicht, das Symbol ist einfach, aber es eröffnet hinter sich einen Unendlichkeitsraum. Und das kommt durch das Ritual, das bestimmte Symbole immer integriert und sie bekommt dadurch erst ihre Kraft, dann auch zum Ausdruck. Ja, wenn wir durch eine Stadt gehen und wir sehen ein Kreuz, und wir sehen das vielleicht als ein Alien, das erste Mal in dieser Kultur auftaucht.
wird uns das nicht viel sagen, als zwei sich kreuzende Linien. Wenn ich aber in der christlichen Kultur sozialisiert bin, öffnet sich hinter der bewussten Wahrnehmung des Kreuzes ein ganz weiter Horizont. Der kann vielleicht andocken an Passion, Tod und Auferstehung Christi, oder er kann es auch reduzieren auf seine Ursprungsbedeutung, die als Ursprungsbedeutung, könnte man sagen, auch dem Christlichen zugrunde liegt, die aber schon viele Jahrhunderte vor dem Christentum ihre Entstehung hatte. Das Kreuz, nämlich als Symbol, einfach nur zwei Linien. Es sind zwei Linien. Die horizontale Linie, sie steht für unsere menschliche Existenz auf der Erde. Und die vertikale Linie, sie steht für das Göttliche, das sich aus der Tiefe des Raums ergießt, das Menschliche durchschneidet. Und im Schnittpunkt des Kreuzes lebt Transzendenz und Immanenz vereint, berührt das Menschliche, das Göttliche. Und das drücken eben genau viele Rituale aus, die sich diesem Raum öffnen. Oder nehmen Sie ein weiteres Schlüsselsymbol, den Davidstern oder auch den Judenstern, der sich bereits am ersten Tempel in Jerusalem, der zerstört wurde, befand. Wir haben hier zwei Dreiecke. Wir haben ein Dreieck mit der Hypotenuse nach unten. Es steht für den Menschen. Es ist der Mensch, der auf der Erde lebt und der sich gleichsam in den Himmel streckt. Und wir haben dieses zweite Dreieck. Es steht für das Göttliche. Es kommt aus der Tiefe, aus der Weite und ergießt sich durch das Menschliche, das Irdische hindurch. Und die glaubende Existenz bewegt sich in dem Kreis, den wir dazwischen zeichnen können. Das ist eine Deutung. Aber natürlich haben Symbole immer noch eine viel tiefere Bedeutung. Also beim Davidstern etwa bedeutet das, dass die Ecken und die Vertiefungen, die wir haben, es sind 12, weil wir auch 6 Kanten haben, stehen dann etwa für die 12 Stämme Israels und ähnliches. Also Symbole sind aufgeladen, Symbole haben eine ganz große Tiefe. Aber ich würde mal die Behauptung aufstellen, so wie es keine zwei Menschen auf diesem Planeten gibt, die an denselben Gott glauben, oder auch keine zwei Christinnen oder Christen gibt, die dasselbe glauben, so verbindet auch jeder so im Feinbereich mit den Ritualen und mit den Symbolen in Verbindung mit sich selbst etwas jeweils ganz Eigenes. Und das macht auch ihre Besonderheit aus. Das nächste, was wir begrifflich vielleicht noch ansprechen könnten, dass Rituale immer auch eine archetypische Bedeutung haben, ein Begriff, den wir zurückführen auf den Entwickler der Tiefenpsychologie und Freud-Schüler Carl Gustav Jung. Und damit ist gemeint, sie rühren an ganz Existenzielles an, an die tiefen Polaritäten, die in uns ruhen, von Gut und von Böse, von männlich und von weiblich. Also all dies, was zutiefst unsere Existenz durchzieht und indem wir uns immer wieder an unterschiedlichen Punkten beheimatet finden. Auch hier werden wir im rituellen Vollzug möglicherweise berührt. Vielleicht die letzte Unterscheidung an dieser Stelle, die wichtig ist, wenn wir das Ritual wissenschaftlich betrachten, dann sagen wir in der Sprache der Systemtheorie, das Ritual reduziert Komplexität. Das Ritual holt den Menschen aus dem Chaos, das ihn umgibt, in eine Ordnung. Das Ritual strukturiert uns und die rituellen Vollzüge strukturieren unser Leben und sie geben dem Leben eine ganz klare Konturierung. Das gibt dem Leben Möglichkeiten, es setzt dem Leben natürlich aber auch Grenzen. Aber ich glaube, ohne dass ich das natürlich beweisen kann, ich glaube, dass wir ohne diese Ritualisierung des Lebens mit der Existenz in ihrer Fülle und teilweise auch Unbegreiflichkeit und auch gerade in der heutigen sehr komplexen Zeit kaum klarkämen. Bleiben wir bei dieser komplexen Zeit und werfen wir einen Blick in die Gegenwart. Und heute sind es gerade Rituale, die aus der Technik kommen, die unser Leben zutiefst prägen. Medien sind heute die Ritualgeber der Kultur. Das ist noch nicht so lange her, dass Medien begonnen haben, den Alltag von Menschen zu strukturieren. Begonnen hat es im Jahr 1953, wenn wir nach Deutschland schauen, mit dem Beginn des Fernsehens. Damals zum Beispiel begann sich ein Termin festzusetzen, der vorher gar kein relevanter Termin war, nämlich 20 Uhr.
wenn Sie einfach mal in die alten Zeitungen und so etwas hineinschauen, Veranstaltungen, etwa Theaterveranstaltungen, Konzertveranstaltungen und so weiter, die begannen in verschiedenen Städten auch zu unterschiedlichen Zeiten. Aber 20 Uhr war irgendwann ein gesetzter Termin. Es war der Beginn des Abends. Und das Schauen der Tagesschau, auch ein Alltagsritual, das dann unter anderem auch auftauchte im Knigge. Dass man um 20 Uhr zwischen 20 und 20.15 Uhr Menschen nicht anrufen darf, weil sie dort die Tagesschau sehen. Oder Zufall, als ich heute hierher gefahren bin und ich höre dann meistens Deutschlandradio Kultur und da kam ein Bericht über Kirchen und Kirchenglocken und so weiter und da wurde auch eine kleine Stadt hier in Bayern, Neustadt in Bayern, die verschiedenen Neustadts erwähnt. Es ist noch die einzige Kirche in Bayern, die um 20 Uhr, auch wenn sie 24 Stunden immer um Punkt der Stunde läutet, aber um 20 Uhr nicht läutet. Die läutet um 5 vor 8. Die läutet um 5 vor 8, damit die Menschen nicht gestört werden, wenn sie um 20 Uhr die Tagesschau einschalten. Also ich vermute, man hat dort wahrscheinlich die Einführung des privaten Fernsehens und YouTube und so etwas und das individualisierte Sehen noch nicht mitbekommen. Aber das ist ja in manchen bayerischen Städten in Verbindung mit der Kirche des Öfteren so. Also diese Rituale, mediale Rituale, die sich aber jetzt nicht nur auf die Inhalte beziehen, sondern viel wichtiger ist, dass der mediale Gebrauch in unserem Alltag das rituelle Handeln ausmacht. Wenn Sie mal nur die Verwendung von Smartphones sich anschauen, wie sie das Leben durchziehen und eingepasst sind in die Persönlichkeitsstrukturen. Und das ist etwas, was bereits in den 60er Jahren, für mich war er ein technologischer Prophet, außerordentlicher Theoretiker und Wissenschaftler, der Kanadier Marshall McLuhan formuliert hat, als er sagte, Leute, es geht nicht um die Inhalte, macht euch nichts vor. Dann sagte er diesen Satz, the medium is the message. Das Medium selber ist die Botschaft. Es ist das, was euch bändigt. Alltagsrituale hören natürlich bei dem Medialen nicht auf. Sondern wenn wir da jetzt mal etwas genauer hinschauen, werden wir auch sehen, wie es praktisch alle Lebensbereiche durchzieht. Ich erwähnte das ja ganz am Anfang, meines Studiums Ethnologie studierte, da kam, ich glaube das war im Wintersemester 1969/70, da kam ein Buch auf den Markt mit dem Titel Snassi Rema. Und dort wurde eine Kultur beobachtet von einem Menschen, der in dieser Kultur weder groß geworden war, noch lebte. Und er schilderte dann so ganz merkwürdige Rituale, wie Menschen also morgens nach dem Aufstehen in einen separaten Raum gehen, dort einige Minuten stehen und sich die ganze Zeit selber anschauen, während sie permanent mit einer kleinen Bürste im Mund auf- und abwärts machende Bewegungen durchführen. Und so schildert er gleichsam unseren gesamten Tagesablauf und hielt uns also gleichsam einen Spiegel vor. Und wenn Sie Snassi Rema rückwärts lesen, heißt das Americans. Es war also ein Spiegelbild der amerikanischen Kultur. Und es war so die erste Abhandlung, die wirklich ganz detailliert einmal uns darauf hingewiesen hat, was wir täglich tun in Intensität und immer wiederkehrend, ohne darüber nachzudenken, was gleichwohl aber unserem Tag Stabilität gibt, unserem Tag Struktur gibt und wir Schwierigkeiten vielleicht hätten, wenn wir es nicht ausüben könnten oder wenn wir einmal aus den unterschiedlichsten Gründen davon abgehalten sind. Vielleicht das berühmteste Beispiel, und das wird ja auch noch Thema sein in den nächsten Tagen für ein solches Alltagsritual, ist auch die japanische Teezeremonie. Sie ist im Alltag mit über 100 konkreten Einzelanweisungen verbunden, die ganz klar regeln das Verhältnis des Gastgebers zu seinem Gast. Die japanische Teezeremonie ist zugleich aber auch ein Beispiel, auf den Punkt werde ich später noch mal etwas ausführlicher kommen, für den Missbrauch von Ritualen. Denn die japanische Teezeremonie normalerweise wird eingesetzt zur Demonstration von Reichtum, zur Demonstration von Macht. Und es ist der Platz und es ist der Ort und es ist der zeitliche Raum, in dem der Vollzug des Rituals verbunden ist mit dem Einfädeln von ökonomischen Deals, von politischen Intrigen und von Ähnlichem. Vergleichen wir das etwa mit der Botschaft des Zen,
Tee trinken und sonst nichts. Also die Ausführung des Rituals um seiner selbst willen, um uns in die Achtsamkeit des Moments zu führen. Die volle Gegenwärtigkeit durch den Vollzug dessen, was wir tun. Ohne weitere Überlegung, ohne weitere Verwendungen, ohne weitere Vernutzungen. Ich möchte noch ein ganz anderes Beispiel bringen. Und ich bringe das ganz bewusst hier, weil es normalerweise gerade in spirituellen Kreisen üblich ist, dadurch etwas die Mundwinkel zu verziehen und sich darüber lustig zu machen. Aber für mich hat es, möchte das schon so sagen, eine ganz außerordentliche und ansonsten kaum noch erreichte Tiefe. Und das ist das rituelle Geschehen im Fußball. Ich war ja nun 42 Jahre Hochschullehrer an der Universität in Dortmund und fühle mich aber schon seit Kindertagen dem Verein auch sehr angehörig und habe doch die ein oder andere Stunde auch immer wieder im Stadion von Borussia Dortmund verbracht und das immer in einer Doppelrolle. Einerseits schon in gewisser Hinsicht als Fan, gleichzeitig aber auch als Beobachter. Und dann nehmen wir mal einen solchen Tag, nehmen wir mal einen solchen Samstag oder einen Freitagabend. Alle 14 Tage kommen 82.000 Menschen, das Stadion ist immer ausverkauft, 82.000 Menschen in Dortmund zusammen. Sie kommen aus Österreich, sie kommen aus Tschechien, sie kommen aus Bayern, aus Nordrhein-Westfalen, sie kommen teilweise aus Dänemark. Man sieht das alles an den Nummernschildern, die auf den Parkplätzen stehen. Sie kommen in einer rituellen Kleidung, ganz überwiegend. Sie betreten einen rituellen Raum und sie feiern dann in höchster Intensität und Emotionalität einen bestimmten Ablauf, der dann darin gipfelt, dass eine Minute vor dem Spiel 82.000 Menschen, Frauen und Männer, zutiefst ergriffen singen "You never walk alone". Und wenn sie einmal da mittendrin waren, und sei es nur als Beobachter, werden sie sich einer gewissen Gänsehautstimmung nicht entziehen können. Und wenn wir dann noch etwas genauer hinschauen und dann einfach die Selbstdarstellung eines solchen Vereins nehmen, der nur noch auf zwei Worte sich selber reduziert, echte Liebe. Als ich nach einem verlorenen Heimspiel, damals wohnte ich noch in Münster, dann im Hauptbahnhof, damals war da auch noch so ein kleiner Bierstand, den gibt es heute nicht mehr, dachte mir jetzt, ich trinke mal noch einen Pilz, waren zwar Unmengen von Menschen dort und dann kämpfte ich mich da durch. Und dann legte die junge Frau, die da hinter dem Tresen stand, eine CD auf. Borussia, du bist meine Religion. Und sie glauben gar nicht, die Menschen drumherum, sie fingen an zu weinen, waren zutiefst ergriffen. 70-Jährige, 80-Jährige, 20-Jährige. Ich spreche das deswegen an. Das gesamte Verhalten, und das zieht sich ja durchs ganze Jahr, auch durch die spielfreie Zeit, ist ein zutiefst auf Erwartungen hin ausgerichtet, ein zutiefst ritualisiertes, in dem sich ein außerordentliches Sehnsuchtspotenzial von Menschen zeigt, das ansonsten nicht befriedigt wird, nicht gestillt wird. Wir hätten uns diese Form etwa der Freizeitgestaltung wahrscheinlich vor 120 Jahren oder vor 150 Jahren überhaupt nicht vorstellen können, in einer Zeit auch noch, in der ja, religiöse Institutionen einen ganz anderen Einfluss auf die Menschen hatten. Also diese Alltagsrituale, es lohnt sich genau hinzuschauen und es lohnt sich genau auch hinzuschauen zu den Motiven, die Menschen prägen und dass sie das, was sie denn dort an Riten feiern, oft in einer wesentlich größeren Hingabe tun als das Verneigungsritual am Benediktushof. Benediktushof ist für mich aber auf der anderen Seite auch gerade wieder ein Beispiel dafür, wie eine Identität entsteht durch Rituale. Man könnte sagen, was wäre der Benediktushof ohne seine alltäglichen Rituale? Was wäre er ohne die Art und Weise, wie wir Räume sehen, wie wir Räume betreten, wie wir uns verneigen, wie wir das Essen gestalten, etc. Es wäre wahrscheinlich ein Tagungshaus, wie viele andere auch. Aber die Zelebration der Stille und all dessen, was dazugehört, der Versuch der Achtsamkeit auch in unseren Bewegungen, gibt dem Raum eine ganz eigene Aura. Und Aura ist in Verbindung mit Ritual ein ganz fundamentaler Begriff. Ritual und Aura gehören untrennbar zusammen.
Alltagsrituale. Also, und die vielleicht bedeutendsten Alltagsrituale, die wir haben, sind die, die zusammenhängen mit den Lebensphasen, die wir durchschreiten. Im Jahr 1908 ist eine ganz bemerkenswerte Abhandlung erschienen von Van Gennep mit dem Titel Rite de Passage, Übergangsriten. Also das rituelle Geschehen, was verbunden ist mit dem Beginn einer biografischen Phase, gleichsam mit dem Betreten eines neuen biografischen Raumes und dem Abschluss des dahinterliegenden. Geburt, Einschulung, Pubertät, Abschluss der Ausbildung, Hochzeit, Familiengründung, Tod. All dies, was jeweils eingebettet ist in spezielle rituelle Vollzüge. Und ich würde an dieser Stelle sogar so weit gehen und zu sagen, eine Gesellschaft und eine Kultur, sie finden ihre Tiefe und sie finden ihre Identität in diesen Ritualen. Umso ja, teilweise erschreckender finde ich es, wie wir begonnen haben, den Bezug dazu teilweise zu verlieren und es in eine Flüchtigkeit sich hineinbewegen zu lassen, die ihm die eigentliche Tiefe nimmt. Ich will mal zwei kleine persönliche Beispiele bringen. Ich war so etwa die Hälfte der Zeit schon an der Universität und da habe ich mir Gedanken gemacht, wie wird eigentlich das Studium abgeschlossen? Und dann, es war das erste Mal, dass ich mich überhaupt damit begonnen habe zu beschäftigen, wie läuft das? Das kriegen wir ja als Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nicht mit. Und dann habe ich mich erkundigt und dann die Zeugnisse der jungen Menschen, die werden dann schlicht und einfach per Post verschickt. Oder man kann, wenn man an die Uni kommt, kann man sie sich an einem Schalter abholen. Und dann habe ich mich mit einem Kollegen zusammengesetzt und hat gesagt, das kann nicht sein. Und dann haben wir eingeführt einen Institutstag, der einmal im Jahr dann stattfand und stattfindet. Und dort kamen dann die jungen Leute an, schön gekleidet, mit ihren Eltern, vielleicht auch mit ihren Großeltern, mit ihren Partnerinnen und Partnern. Und sie wurden dann einzeln nach vorne gerufen, das Thema wurde vorgelesen, sie bekamen eine Rose überreicht und hinterher gab es dann für alle noch so eine Abschlusszeremonie und danach noch so ein Zusammensein. Das hat viel, viel bewegt, vor allen Dingen, und das ist ein weiterer Sinn des Rituals, es hat eben Menschen mit hineingenommen in diesen Identitätsraum, der ansonsten oft auf nur wenige beschränkt ist. Ja, für das Studium eines Kindes sind die Eltern mindestens genauso mitverantwortlich, dadurch, dass sie alles ermöglicht haben und die Großeltern, die einfach auch stolz sind, Freude empfinden und gerne diese Freude auch einfach sinnlich erleben mögen. Oder ein anderes Beispiel. Das ist mir damals ziemlich nahe gegangen. Ich habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und meine Tochter ist Jahrgang 81, mein Sohn Jahrgang 82. Und als Hanja, so heißt meine Tochter, dann so in die frühe Pubertät kam und dann ihre erste Menstruation hatte, da sagte ich zu meiner Frau, das können wir jetzt nicht so einfach hier passieren lassen. Und ich sehe noch diesen völlig fassungslosen Blick, weil sie die Frage gar nicht verstanden hatte. Und ich bin dann zu meiner Tochter gegangen und habe gesagt, Hanja, komm, zieh dein schönstes Kleid an. Ich ziehe meinen schönsten Anzug an und wir gehen heute Abend ganz fein essen. Und dann sind wir beide alleine losgestiefelt und dann haben wir über diesen Lebensabschnitt geredet. Ja, der ansonsten ja einfach so läuft. Es läuft einfach so. Es läuft einfach so durch. Wir verlieren das Bewusstsein für die Zartheit der Übergänge, dass sich durch etwas scheinbar Unbedeutendes oder auch Bedeutendes Körperliches nun etwas völlig Neues öffnet. Und das meint Rite de Passage. Sei dir bewusst, was passiert. Sei dir bewusst, was hinter dir liegt. Sei dir bewusst, was möglicherweise vor dir lebt. Und das demonstriere dir selber gegenüber und der Gemeinschaft gegenüber, in der du lebst, eben auch durch einen entsprechenden rituellen, auch körperlichen Vollzug. Also diese Rite de Passage, etwas, was wir vielleicht auch wieder lernen müssen in einer Flüchtigkeitskultur, ich nenne sie einmal so, in einer Kultur natürlich auch, in der es immer schwieriger wird, sich auf gemeinsame Rituale zu verständigen, weil die Kultur immer vielfältiger wird und immer diversifizierter wird und auch in ihren Interessen sich immer weiter
aufteilt. Ziehen wir da an der Stelle ein erstes kleines Zwischenresümee. Rituale sind gemeinschaftsbildend. Rituale sind gemeinschaftsfördernd. Rituale fundieren oft überhaupt erst Gemeinschaft. Rituale stiften Identität. Aber das ist ambivalent. Sie stiften eine Identität nach innen, nach außen aber wirken sie auch ganz schnell abgrenzend. Wer das Ritual nicht mitvollzieht oder wer es nicht versteht, hat zu dem Raum, dem geistigen Raum, in dem das Ritual sich vollzieht, keinen Zutritt. Und dieser Ambivalenz muss man sich immer bewusst sein. Und deswegen ist es auch wichtig, immer wieder darüber nachzudenken, wie wir Rituale in ihrer Bedeutung kommunizieren können, um auch immer wieder eine Offenheit herzustellen und eine Einladung herzustellen, um also diese Identitätsräume zu erweitern. Rituale, und so ist auch der Titel dieses Vortrags für heute Abend, sie geben den Menschen Kraft und sie geben Kraft durch Wiederholung. Auch das ein wichtiger Punkt. Das Ritual lebt von seiner Wiederholung. Und Wiederholung meint, es lebt von der Erwartbarkeit. Es lebt von der Sicherheit, dass es kommt. Es wird wiederkommen. Und darauf kann ich mich verlassen. Und davon bin ich getragen. Und auch wenn ich vielleicht schlecht in diesen Tag gestartet bin, das Ritual holt mich wieder zu mir selber. Und es holt mich wieder in das hinein, mit dem ich mich identisch empfinde. Die deutsche Sprache ist manchmal, wie ich finde, so wunderbar selbsterklärend. Und deswegen meint Wiederholung aber noch ein zweites. Nämlich Wiederholung. Im Ritual holen wir etwas wieder. In den tiefen Ritualen. Wir holen ein Geschehen, über das Franziskus, also das Original meine ich jetzt 13. Jahrhundert, gesagt hatte, in illo tempo, in jener Zeit, das holen wir im Ritual in die Gegenwart, etwa in der Liturgie. Wir holen es in die Gegenwart hinein und die Gegenwart und der rituelle Vollzug ist verbunden mit einem Heilsversprechen und dieses Heilsversprechen weist auf die Zukunft. Und von daher leistet das Ritual dreierlei. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden durch das Ritual verbunden, integriert, synchronisiert. Das Ritual hebt also die Zeitlinien von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in dem Geschehen des Momentes und der Zuwendung zu diesem Moment auf. Das Ritual hat aber nicht nur Kraft, schenkt uns nicht nur Kraft, manchmal kann man sagen, hat diese Kraft auch etwas von Magie. Rituale sind sinnlich. Rituale haben mit unserem Körper zu tun. Sie haben mit Gerüchen zu tun, Weihrauch. Sie haben mit Klängen zu tun, Orgelspiel. Sie haben zu tun mit körperlichen Gebärden, mit Berührungen, Friedensgruß etwa. Sie haben zu tun auch mit sinnlicher Wahrnehmung des Geschmacks, Hostie, Wein etc. Und diese Verbindung nennen wir dann magisch, wenn sie bekannt ist und wenn sie intendiert ist, wenn sie auch bewusst in der Folge angestrebt wird. Beispiel dafür etwa ist die katholische Liturgie oder auch andere Liturgien, in dem alles an seinem Platz steht in einer ganz bestimmten Reihenfolge und es kommt auf das Gesamt an, das den Menschen mit hineinnimmt und in Bann nimmt. Und dann ist eine bestimmte Deutung hier wichtig. Das ist zwar gebunden an eine bestimmte Rolle, die Rolle des Priesters in dem Zusammenhang. Aber wenn das Ritual sich vollzieht, geht es nicht darum, ob der Priester innerlich auf das Ritual vorbereitet ist oder derjenige, der es empfängt, die Gläubige oder der Gläubige entsprechend innerlich bereitet ist, sondern es kommt nur noch auf das Ritual selber an. Im Hochmittelalter hat man dem Namen gegeben, ex opere operato, durch das Geschehen in diesem Moment selbst. Priester und Menschen sind lediglich Vermittler einer göttlichen Intervention. Also das rituelle Geschehen setzt etwas frei, setzt Kraft und Energie frei aus einem Raum heraus, der uns sinnlich nicht zugänglich ist.
Daraus hat sich dann in der Folge ein unglaublicher Formalismus entwickelt in dem Vollzug von Ritualen, um sie ja nicht irgendwie angreifbar zu machen. Und es hat sich daraus natürlich ergeben, und das ist immer so, wenn Rituale institutionalisiert werden, eine spezielle Form von Macht. Macht, die verbunden ist mit der Rolle, die ich innehabe, um Rituale ausüben zu dürfen. Macht, die ich habe, dass ich Menschen in diesen geistigen Raum mit hineinnehmen kann. Und es ist nicht nur der geistige Raum, der, ich würde mal sagen, vordergründig sich als Gottesdienst oder Messe oder Feier des Lebens oder wie auch immer vollzieht, sondern es ist ja die dahinterstehende Absicht, den Menschen durch dieses Ritual und durch die menschliche Macht der Liturgen hindurch in einen größeren Machtraum zu führen, sie auf den Weg zu führen, das Tao, den Heilsweg, die Heilsgeschichte, die Nachfolge Christi, wie auch immer. Dem dient das Ritual. Eine niedere Macht, in Anführungsstrichen, die des Menschlichen dient, um dich teilhaftig zu machen einer höheren Macht. Das ist der Ursprungsgedanke. Und der ist natürlich riesig. Und der ist natürlich eine außerordentliche Überforderung eines jeden Menschen. Und deswegen ist im rituellen Vollzug, und ich bleibe bei der Messe, als ein Beispiel, das Scheitern immer mitgedacht. Auch in den Ritualen. Nämlich die Beichte, nämlich die Sündenvergebung, etc. All das wiederum durch einzelne und mit einzelnen Ritualen verbunden. Also man könnte sagen, ein großartiges, durchkomponiertes Werk, was eigentlich auch den gesamten Menschen in dem, was ihm möglich ist, wohin er sich streckt, aber woran er auch immer scheitern wird, mit in diese Geschichte hineinnimmt. Also die Macht. Wenn wir Rituale und wenn wir uns Rituale so anschauen, auch in dieser Auswirkung, die sie haben oder die sie haben können, wird, glaube ich, einsichtig, wie wichtig es ist, dass sie präzise ausgeführt werden und dass man sich an die Regeln hält. Ich möchte dafür mal ein Beispiel aus dem politischen Bereich bringen. Wir schreiben den 20. Januar 2009. Barack Hussein Obama ist gerade zum zukünftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden. Aber es fehlt noch der zeremonielle Abschlussakt, die Vereidigung. Und dafür gibt es in der amerikanischen Verfassung eine ganz präzise Umschreibung. Bis in vorgelesen werden muss es von dem obersten Richter des Landes. Das war damals John Roberts. Und jetzt stellen wir uns die Szene vor. John Roberts liest die Eidesformel, die Barack Obama sprechen muss, vor. Auch sie steht genau in der Verfassung. Barack Obama muss dabei seine rechte Hand, während er den Eid spricht, auf die Originalbibel von Abraham Lincoln legen. Und so ist es geschehen. Hinterher hat man festgestellt, noch am selben Tag, dass John Roberts das Wort faithfully an der falschen Stelle gesprochen hat. Und Barack Obama es an der falschen Stelle wiederholt hat. Und jetzt begann in den Vereinigten Staaten und vor allen Dingen auch in den sozialen Netzwerken eine intensive Diskussion darüber, ob er überhaupt Präsident der Vereinigten Staaten ist. Die Frage wurde verneint und das gesamte Zeremoniell wurde am nächsten Tag, am 21. Januar 2009, noch einmal wiederholt. Und erst danach war Barack Obama der 44. Präsident der Vereinigten Staaten. Also dieser genaue, präzise Vollzug, vor allen Dingen dann, wenn Rituale kodifiziert sind. Wenn sie also in entsprechenden Regelwerken festgeschrieben sind. Ich möchte einen weiteren Bezug herstellen, nämlich den des Rituals zum Raum. Denn auch das ist wichtig. Rituale vollziehen sich in Räumen, in besonderen Räumen. Das müssen nicht umbaute Räume sein, wie hier der Zendo am Benediktushof. Das können auch Räume in der Natur sein, wie etwa die heiligen Haine bei den Griechen oder die Kultstätten der Kelten oder der Germanen oder der Garten Gethsemane in Jerusalem. Aber Räume vor allen Dingen sind es. Und wenn wir diese Räume betreten, eine Moschee oder einen hinduistischen Tempel oder eine christliche Kirche, dann ist bereits das Betreten und unser Verhalten ein ganz besonderer Ausdruck. Und normalerweise auch verbunden mit einer ganz besonderen Achtsamkeit. Und wir sprechen dann davon, dass diese Räume heilig seien.
Es gibt aber keine Heiligkeit an sich. Heilig ist immer nur das, was Menschen etwas zusprechen. Heilig ist eine innere Haltung von uns, die wir auf etwas Äußeres übertragen. Und dann hat in diesen Räumen, in diesen Gebäuden natürlich alles seine Bedeutung, die auch dieser Grundheiligkeit untergeordnet wird. Ja, wir betreten jetzt gemeinsam eine Kirche. Dann befinden wir uns zunächst in dem sogenannten Profanum, also das, was vor dem Heiligtum ist. Da kann man rumlaufen, da kann man sich hinsetzen und aufstehen, dann während der Messe und so weiter. Und dann gehen wir weiter durch den Raum und dann kommen Stufen und wir gehen diese Stufen hoch und dort beginnt das Sakrale. Dort beginnt das, wo der rituelle Vollzug auch stattfindet. Und dann gehen wir noch ein Stück weiter und dann befindet sich normalerweise hinter dem Altar am Ende ein weiterer, kleiner, in sich abgeschlossener Raum, das Tabernakel, wo die geweihten Hostien liegen. Und dann öffnen wir das Tabernakel und als erstes sehen wir einen kleinen Vorhang, den wir auch in einem rituellen Vollzug beiseite schieben, von rechts nach links. Und dieser Vorhang steht sinnbildlich für den Tempel, Vorhang in Jerusalem, der in der Mitte zerrissen ist zum Todeszeitpunkt Jesu. So alles durchdacht und rituell durchkomponiert. Und du wirst dann eben auch hier gleichsam in das rituelle Geschehen, das sich vor langen Zeiten ergeben hat, immer wieder aufs Neue mit hineingenommen. Die Vergangenheit wird, ich sagte es vorhin, in die Gegenwart geholt. Das geht bei den Gebäuden sogar noch weiter. Also ich habe es auch, obwohl ich sicherlich jetzt kein konservativer Kirchenvertreter bin, der katholischen Kirche auch überhaupt nicht angehöre, aber ich habe es zum Beispiel nie verstanden, dass im Zweiten Vatikanischen Konzil es abgeschafft wurde, dass der Priester, während er das Abendmahl vorbereitet, der Gemeinde den Rücken zudreht. Heute wendet er sich ja der Gemeinde zu. Das sollte jetzt so eine Art Akt der Öffnung sein, eine Art demokratischer Akt. Aber ich glaube, man hat überhaupt nicht verstanden, warum der Priester vorher anders stand. Katholische Kirchen sind, wenn sie nicht irgendwo zufällig in die Welt gestellt worden sind, und davon gehe ich nicht aus, grundsätzlich so gebaut, dass wenn wir sie betreten und auf den Altarraum schauen, das nach Osten genau Richtung Jerusalem weist. Und wenn der Priester dann an seinem Altar steht und er streckt der Gemeinde den Rücken zu, dann blickt er aber während der Weihehandlung, blickt er nach Jerusalem und er nimmt gleichsam die gesamte Gemeinde in genau diese Blickrichtung, in genau diese Heilsrichtung mit. Also auch das hatte einen tieferen Hintergrund. Also ich mache das so ausführlich nur, dass wir vielleicht auch die Aufladung verstehen, die Aufladung von Räumen, die wir als Sakrale, die wir als heilige Räume bezeichnen, durch ein bestimmtes rituelles Geschehen, was seine Ursprünge hat, eigentlich in dem Fundament, auf dem die gesamte Religion insgesamt aufbaut. Also der Raum, wichtig, aber nicht nur der äußere, sondern auch der innere Raum. Ja, das ist das, was anknüpft an die Aussage von Paulus, dass unser Leib auch unser Tempel ist. Und in ihm findet die Begegnung mit dem Göttlichen statt. Oder wenn Meister Eckhart eben von dem göttlichen Funken spricht, der in uns ist und in uns lebt. Und auch dieser Tempel braucht dann seine entsprechende Zuwendung. Und auch das ist wieder mit Ritualen verbunden. Rituale der Reinigung, die Fußwaschung. Rituale der Säuberung der Hände, bevor wir irgendetwas berühren, etc. Ja? Aber auch die körperlichen Rituale, die wir vollziehen in dem Verneigen, was ja auch nur der äußere Ausdruck einer inneren Haltung ist, von etwas, was in uns lebt. Also der Raum, der mit hinzukommt, der wichtig ist, nach außen und nach innen. Für Rituale, und da würde ich ganz gerne einen Punkt auch ansprechen, der ja zu oft übersehen wird, aber für Rituale ist es wichtig, dass wir einerseits an sie gewöhnt sind, dass wir auch die Gewöhnung brauchen, dass aber Gewöhnung auch verbunden ist mit nachlassender Achtsamkeit möglicherweise, ja mit Erstarrung. Also
nochmal das Beispiel von Gottesdiensten, von Messen aufzugreifen. Ich habe immer wieder den Eindruck, wenn ich Teilnehmer bin, dass die Rituale teilweise vollständig entleert sind. Das ist jetzt eine vielleicht sehr harte Aussage, aber ich formuliere sie einfach mal so. Entleert sind, weil sie, ich sag mal, einfach durchzelebriert werden. Aber du spürst keine innere Haltung mehr dabei. Und das Ganze in einer Geschwindigkeit, in der du gar nicht mehr achtsam sein kannst. Ein Glaubensbekenntnis oder ein Vaterunser, was wirklich in der Geschwindigkeit runtergerasselt wird, wie das normalerweise geschieht, da weißt du in diesem Moment gar nicht, was du sagst. Sätze, die ich mir ja wirklich vergegenwärtigen muss, weil sie ja vielleicht jeden Tag für mich auch eine neue Bedeutung haben. Mich hat das mal so erinnert an eine alte chassidische Geschichte, die Martin Buber aufgeschrieben hat. Es ist die Geschichte eines Rabbi, der mit seinen Jüngern durch die Lande zieht. Und dann kommen sie an einem Tag an einer Synagoge vorbei und in dieser Synagoge wird gerade Gottesdienst gefeiert. Und die Schüler sagen: Meister, lass uns doch in die Synagoge gehen, lass uns mitfeiern. Und er aber geht einfach weiter. Und dann nochmal: Lass uns doch bitte in die Synagoge hineingehen. Du siehst doch, du hörst doch die Gesänge der Menschen. Und er ging aber weiter und dann fragten ihn die Schüler: Warum gehst du weiter? Warum betrittst du nicht das Haus Gottes? Und er sagt: Weil es überfüllt ist. Meister, es ist nicht überfüllt. Überall sind noch Plätze. Es ist überfüllt. Alles ist voll von leerem, gedroschenem Stroh. Lasst uns im Garten Gottes bleiben. Und dann sind sie weitergegangen und weitergezogen. Mir ist es wichtig, dass, auch wenn ich da vielleicht bezogen auf viele Menschen und viele Liturgen auch eine Grenze überschreite, wenn man das verallgemeinern sieht, und so meine ich es nicht, aber mir ist es wichtig, auf diesen Effekt hinzuweisen, dass die Gewöhnung an Rituale auch zu ihrer Entwertung führen kann. Und wo wir hier sind, gestatten Sie mir da bitte auch die persönliche Bemerkung. Ich beobachte das selber auch hier am Hof gelegentlich, auch in meinen eigenen Kursen, und wenn wir dann bei den Mahlzeiten sind und das an sich ein so wunderbar gestaltetes Gesamtritual ist, aber was dann oft einfach nur noch in Flüchtigkeiten endet, was die Verneigungen betrifft und die Geschwindigkeiten. Und dann einfach, wenn ich fertig bin, ich stehe auf und mache diese Pflichtübung und laufe auf dem Raum raus. Und das betrifft eigentlich alle. Und also wie wichtig es ist, immer wieder darauf hinzuweisen, warum wir uns verneigen und dass wir uns nicht vor jemandem verneigen, sondern dass wir Achtung zollen der Situation gegenüber und dass wir durch das Ritual jetzt einen neuen Raum betreten, so wie wir uns auch verneigen vor den Räumen selber. Also immer diese Bewusstwerdung, die geschieht nicht automatisch. Oder wenn wir, früher wurden die Hölzer geschlagen, heute ist es diese kleine Glocke. Ich erinnere mich, ich war 2005 das erste Mal am Hof, da war zwischen dem ersten Schlagen der Hölzer und dem zweiten Schlagen der Hölzer war eine Pause. Heute ist die Pause nicht mehr da oder kaum noch, aber wir brauchen diese Pause. Wir brauchen sie, um uns innerlich auszurichten und dann in die Verneigung hineinzugehen. Das mögen nur Kleinigkeiten sein, aber diese Kleinigkeiten sind ganz wichtig. Und ich kann auch nicht jeden an eine Stelle stellen und Hölzer schlagen lassen oder Glocken klingen lassen, der darauf nicht wirklich innerlich vorbereitet ist. Auch das erfordert eine gewisse Achtsamkeit und eine gewisse Präsenz und eine Innerlichkeit auch an demjenigen, der das vollzieht. Das ist mir wichtig, das an der Stelle zu sagen, und ich bitte mir, das nachzusehen, dass ich das sage. Aber gerade deswegen, weil ich finde, die Rituale tragen den Hof. Und die Rituale brauchen diese Tiefe, wenn der Hof seine Tiefe auch in allen Facetten behalten möchte und noch weiter vielleicht vertiefen möchte. Rituale können erneuert werden, das ist aber selten. Auch dafür gibt es wieder spezielle Regeln. Gibt es, wenn diese kodifiziert sind, die Rituale, gibt es wieder eigene Rituale, in denen das geschieht. Aber rituale Erneuerung ist eher die Ausnahme. Was aber mal geschehen kann, das ist noch ein Punkt, den ich ansprechen möchte, ist ein Ritualtransfer.
ist die Verwendung des Rituals für etwas anderes. Ich meine damit nicht, das Ritual zu vernutzen, dazu komme ich gleich noch kurz, sondern mit dem Ritual einen Raum zu öffnen, der durch das Ritual nicht angedacht war. Wieder ein Beispiel. Es ist jetzt der 7. Dezember 1970. Der damalige Bundeskanzler Willy Brandt ist gerade mit seiner Delegation in Warschau angekommen. Und eine der ersten Akte, die er bzw. die Sie gemeinsam vollziehen, ist der Besuch des Denkmals für die Opfer des Warschauer Aufstands zwischen August und Oktober 1944. Alles läuft ganz normal ab. Die Grenzen werden niedergelegt, etc. Und dann geschieht etwas völlig Überraschendes und zunächst einmal Irritierendes. Der Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland kniet auf dem Boden nieder und verneigt sein Haupt. Eine Geste der Demut, eine Geste mit der Bitte um Vergebung und Versöhnung. Was hier geschehen ist, ein uraltes religiöses Zitat, nämlich das Niederknien, ist in Verbindung getreten mit einer politischen Demonstration unter den Augen der Weltöffentlichkeit. Und in diesem Moment war die Ostpolitik der neuen Bundesregierung und war die Versöhnung mit dem Land Polen und seiner Bevölkerung nicht mehr rückgängig zu machen. Gleichzeitig hat das Ritual des Niederknieens in diesem Moment zumindest und für diesen Moment und eine kurze historische Phase nochmal wieder eine Belebung erfahren und hat uns darauf hingewiesen, wie das Ritual ein Beitrag sein kann, ein ganz einfacher Beitrag, Frieden zu stiften, Versöhnung zu stiften. Wenn sich Vertreter zweier befeindeter Nationen einfach nur die Hand geben oder sich umarmen, ist das nochmal etwas völlig anderes als jahrelange Verhandlungen. Weil es bricht in diesem Moment als eine sinnliche Erfahrung einen Bann oder einen Fluch oder wie immer man das nennen mag, über der Geschichte dieser beiden oder auch mehrerer Völker. Das ist für mich ein positives Beispiel gewesen, der Kniefall von Willy Brandt. Es gibt viele negative Beispiele. Ich möchte nur eins herausgreifen. Wir haben mittlerweile über 120 Studien vorliegen, die belegen, dass in japanischen Unternehmen mittlerweile mehr als 50% ihre Vorstandsmitglieder, ihre Führungskräfte und die Mitarbeiter in Zen schulen. Allerdings nicht aus einer Haltung der inneren Achtsamkeit heraus, sondern eher aus einer Haltung heraus, das Arbeiten effizienter zu machen, das Arbeiten perfekter zu machen. Für mich ein typisches Beispiel von Vernutzung, was sich zwar qualitativ, aber nicht grundlegend unterscheidet von den Kamikaze-Fliegern im Zweiten Weltkrieg, die auch in Zen geschult ihre Maschinen zielgerichtet in die Flugzeugträger und in die Schlachtschiffe der Amerikaner in Pearl Harbor gelenkt haben. Also dieses Kontemplation für oder Zen für oder etwas. Das ist immer dann ein Punkt, wo wir rituelles Handeln entfremden. Ja, ich würde weitergehen und würde sagen, missbrauchen. Es seiner eigentlichen Tiefe berauben, zumindest potenziell. Und auch da, glaube ich, meine ich, müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Rituelles Handeln ist oft auch gerade in wirtschaftlichen Zusammenhängen, in ökonomischen Zusammenhängen etwas, was sich, ich sag mal, ohne kodifizierte äußere Riten vollzieht, einfach nur durch Machtgehabe, Machtverhalten, aber in tief ritualisierten Strukturen. Also für mich hängt daran unter anderem auch der Punkt, dass so wenige Frauen eine Chance haben, in Führungspositionen etwa wirklich zu kommen. Weil dieses Revierverhalten, dieses zutiefst ritualisierte Revierverhalten von bestimmten Männerseilschaften und Männerklicken einfach eine Durchlässigkeit oft nicht möglich macht. Und das sind Dinge, die laufen im vorbewussten Raum, laufen die oft ab. Und deswegen sind sie so schwierig kommunizierbar und ist das so schwierig einklagbar. Ein ganz wunderbarer Bursche, Herr Mägeli aus der Schweiz, Vorstand von MSC Basel. Das ist ein Tochterunternehmen von MSC und das ist die zweitgrößte Frachtreederei auf der Erde. Er hat, das ist schon einige Jahre her,
da hat er das beobachtet in seinem Unternehmen, wie dieses rituelle Machtverhalten Frauen von allen wichtigen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen hat und wie er fand zu einer unerträglichen Kommunikationsstruktur im Unternehmen geführt hat. Und er hat dann beispiellose Akt ausnahmslos alle männlichen Führungskräfte entlassen, alle. Und das führte dazu, er hat darüber auch einiges geschrieben, dass sich die Kommunikationsstrukturen grundlegend verändert haben. Sie wurden offener, sie wurden transparenter, es wurde mehr kommuniziert, aber Entscheidungen trotzdem schneller gefällt als in der Vergangenheit und vor allen Dingen transparenter. Also ein kleines Beispiel, da hat wahrscheinlich jeder von euch auch etwas so in dem persönlichen Erfahrungsschatz, dass diese ganz subtilen Rituale, die uns von irgendetwas ausschließen, aber so daherkommen, als seien sie demokratisch. Ja, wahrscheinlich jeder das ein oder andere Beispiel in Erinnerung. So, kleine Zusammenfassung bis dahin, bevor ich drei kurze abschließende Bemerkungen mache. Rituale stiften Gemeinschaft. Rituale verbinden uns. Rituale geben uns Identität. Rituale geben der Gesellschaft, geben einer bestimmten Gemeinschaft eine Struktur. Sie leben aus der Wiederholung, also ihrer Erwartbarkeit und der Sicherheit in einer Welt, die zunehmend unsicherer wird oder unsicherer zu werden scheint. Rituale öffnen durch ihr symbolhaftes Handeln zumeist einen Raum, der über sie weit hinausweist. Den luminosen Raum, auch den geheimnisvollen Raum, den göttlichen Raum, wie immer wir das nennen mögen. Wir brauchen dafür keinen Namen, weil jeder Name etwas benennt, was doch bei jedem Menschen in einer anderen Art und Weise lebt. Und Rituale, meine ich, geben einer Kultur selbst ihre Identität. Sie bergen zwar Gefahren in sich, sie bergen die Gefahr in sich, dass sie erstarren. Sie bergen die Gefahr in sich, dass sie sich auf Macht ausrichten. Sie bergen die Gefahr sogar in sich, dass sie reaktionär sind. Und das sind sie immer wieder auch. Aber im Letzten, glaube ich, sind Rituale etwas, die uns ermöglichen. Und die uns auch neue Möglichkeitsräume öffnen. In einem Ritual nimmt das Ego sich zurück. Das, wozu uns Williges ja immer wieder ermahnt hat, kommt heraus aus dem Ego-Tunnel. Im Ritual passiert das. Für einen Moment überwinden wir die Ichheit und ordnen uns unter einer Gemeinschaft. Im Ritual und durch das Ritual entsteht aus einer großen Gruppe von Individualitäten erst ein gemeinschaftliches Gesamt. Und das macht uns vielleicht auch deutlich, welche, ich sage es jetzt mal so, evolutionäre Bedeutung das Ritual richtig verstanden hat. Evolutionäre Bedeutung in dem Sinne, aus einer Ego-Kultur vielleicht es zu schaffen, wenn wir die Chance noch haben, in eine Wir-Kultur zu kommen. Ohne Rituale, meine ich, wird das sehr, sehr schwer gehen. Zum Abschluss möchte ich gerne drei Tore nennen, die wichtig für uns sind, dass wir sie durchschreiten, um dem Ritual in angemessener Weise gegenüberzutreten. Das erste Tor ist das Tor der Sehnsucht, weil es die Sehnsucht ist, die dem Ritual zugrunde liegt. Es ist die Sehnsucht als die stärkste Kraft und stärkste Energie, die im Menschen lebt. Da möchte ich jetzt nicht viel mehr zu sagen. Aber die Sehnsucht versucht uns über uns selbst hinauszuführen. Sie versucht uns Räume nahezubringen, die über uns hinausweisen. Die Sehnsucht möchte uns vielleicht zu unserer wahren Identität führen. Und das findet dann seinen Ausdruck im Ritual. Mich hat mal eine Zen-Meisterin gefragt, sie ist im Raum nicht anwesend, wie ich denn dazu käme, mit einem solchen Begriff wie der Sehnsucht zu arbeiten. Da ginge es dann doch wieder um Anhaftung und so weiter. Ich habe darauf gar nicht geantwortet, sondern nur mit der Gegenfrage, und was führt dich aufs Kissen? Und immer wieder aufs Kissen?
Was ist das für eine Kraft und für eine Energie? Und es ist eben auch die Energie, die uns sich in Ritualen entfalten lässt. Das zweite Tor, es ist das Kairos-Tor, es liegt ganz nahe. Es ist eine spezielle Bewusstheit von Zeit, die wir im Ritual erleben und durchleben. Hier geht es nicht um Vergangenheit und Zukunft. Hier geht es nicht um Planung, sondern es geht um den Moment, jetzt, diesen Moment. In diesem Moment ereignet sich alles. Jetzt sei wachsam, jetzt sei achtsam. So wie Jesus das gesagt hat, also seid wachsam, denn ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht. Also und das Dritte schließlich, das ist ja auch der Sinn dessen, warum wir hier zusammen sind, das ist das kontemplative Tor, dass das Ritual einer inneren Haltung bedarf. Das Ritual zu vollziehen bedeutet, dass ich mich ausrichte, dass ich mich öffne. Für mich gibt es keinen rituellen Vollzug ohne Hingabe, wobei Hingabe keine Unterwürfigkeit ist, sondern Hingabe ist eine Haltung, mich dem Moment ganz anzuvertrauen und dem Geschehen in höchster Klarheit und Achtsamkeit, aber trotzdem ganz anzuvertrauen. Aber auch immer wieder, deswegen sprechen wir ja von Kontemplation, immer wieder auch in das Spüren zu kommen, das Spüren dieses inneren Raums, der seinen äußeren Ausdruck finden möchte. Der kontemplative Weg aber auch, um die Rituale immer wieder neu zu reinigen, um sie zu klären, um sie aus Verkrustungen herauszuholen. Dass ich mich, wenn ich mich stelle und wenn ich mich aufrichte, das immer wieder in einer neuen Energie tue und nicht nur aus einer Gewöhnung heraus und irgendwie luschig und austauschbar. Also diese Sehnsucht, dieses Kairos-haltige im Moment und eben diese Frage der inneren Haltung und der inneren Ausrichtung. Also auch die Stille gehört dazu und die tägliche Übung der Stille, um die alltäglichen Rituale immer wieder neu ans Licht zu bringen. Ich möchte das gerne abschließen mit einem Gedicht. Das hatte ich auch letztes Jahr auf der Kontemplationslehrertagung zitiert. Aber es ist mir gerade heute ganz wichtig, ich tue es nochmal. Es ist ein Gedicht, das in diesem wunderschönen Band steht, den Williges herausgegeben hat. Und du, Beatrice, mir viele Texte auch zugeliefert hast. Und es ist ein Gedicht von Jean Gebser. Jean Gebser, dem großen Schweizer Kulturanthropologen, dem wir auch dieses grandiose Werk verdanken, Ursprung und Gegenwart, also die Geschichte und Zukunft der Menschheit. Und er schreibt, wir gehen immer verloren, wenn uns das Denken befällt und werden wiedergeboren, wenn wir uns ahnend der Welt anvertrauen wie die Wolken im hellen Wind. Und alle Grenzen, die bleiben, sind ferner als Himmel sind. Und es will vieles werden, aber wir greifen es kaum. Wie lange sind wir Ängstliche noch im Raum? Fragwürdige noch, wie lange, da alles sich neu besinnt und das, was einstens so bange, jetzt klarer vorüberrennt. Dass uns ein sanftes geschehe, wenn uns der Himmel berührt. Und seine atmende Nähe uns ganz zum Hiersein verführt. Jean Gebser. In diesem Sinne.